Moin Moin und herzlich willkommen zu einem neuen Projekt, was auch schon angekündigt wurde im FIFA-Part. Und zwar ist es Pokémon Feuerrot. Auf dem Handy spiele ich das nämlich. Das ist auch das Problem, deswegen wird, glaube ich, unten rechts auch Mobisend oder so angezeigt, weil das das Programm ist, mit dem ich aufnehme. Ich hoffe, das ist für euch jetzt nicht das große Problem. Auf jeden Fall bin ich seit Jahren, also seit ich denken kann, eigentlich Pokémon-Fan. Spiele natürlich jetzt auch Pokémon Go, versuche das natürlich in den nächsten Tagen auch irgendwie bringen zu können. Und hat mir auch vor einiger Zeit den Game Boy Advance Emulator, glaube ich, war das, geholt, wo ich Rot und Smaragd drauf habe. Und jetzt wollte ich einfach mal Rot spielen hier mit euch. Wollte wissen, ob euch das gefällt, ob ich das öfter bringen soll. Ich bin auf jeden Fall ein riesen Fan von Pokémon. Und da gehen wir jetzt einfach mal weiter. Die Knöpfe und Tasten werden ihrer Wichtigkeit nach erklärt. Hier werden die Tasten halt alle erklärt. Weiß man natürlich eigentlich, wenn man das Spiel spielt. Und dann nochmal dieses Standardprozedere. Die Welt, in die du jetzt gelangst, wird dir ein Abenteuer bescheren, in dem du der Held bist. Rede mit den Leuten und überprüfe Dinge, wo immer du bist. In Städten, auf Straßen oder in Höhlen. Sammle überall Informationen. Neue Wege werden sich auftun, indem du Menschen in Not hilfst, Herausforderungen meisterst und Rätsel löst. Manchmal wirst du von anderen herausgefordert und von wilden Geschöpfen angegriffen. Sei tapfer und lass dich nicht beirren. Während deines Abenteuers interagierst du hoffentlich mit allen möglichen Personen, um deinen Charakter zu festigen. Das ist unser Hauptziel. Drücke den A-Knopf, um das Abenteuer zu beginnen. Da kommt dann Professor Eich. Hallo, herzlich willkommen in der Welt der Pokémon. Mein Name ist Eich. Man nennt mich den Pokémon-Professor. Diese Welt wird von Wesen bewohnt, die man Pokémon nennt. Für manche Leute sind Pokémon Haustiere, andere tragen Kämpfe mit ihnen aus. Ich selbst habe mein Hobby zum Beruf gemacht und studiere Pokémon. Zunächst solltest du mir etwas von dir erzählen. Verrätst du mir, ob du ein Junge oder ein Mädchen bist? Total bescheuert, du stehst im Prinzip eigentlich vor ihm und er fragt dich, ob du ein Junge oder ein Mädchen bist. Siehst du jetzt irgendwie so aus, als wenn man nicht entscheiden könnte, ob du ein Junge oder ein Mädchen bist oder was? Auf jeden Fall, bei mir ist es immer verschieden, wie ich den nenne. Manchmal nenne ich den Felix, manchmal nenne ich den Ash. Also da gibt es verschiedene Sachen, wie ich den nenne. Diesmal natürlich Flix. Da ist es X und Start und dann kann's losgehen. Genau, dein Name ist also Flix. Ja. Das ist mein Enkel. Da mache ich immer Gary. Von jeher wolltet ihr einander übertrumpfen, so. Wie war noch gleich sein Name? Gary. Ah, war es Gary? Ja, das habt ihr gerade gesagt, Mann. Gary, stimmt. Es lag mir auf der Zunge. Flix? Eine unglaubliche Reise in die Welt der Pokémon erwartet dich. Eine Welt voller Wunder, Abenteuer und Geheimnisse. Kurz gesagt, ein Traum wird wahr. Oh nein, wir werden klein. Oh geil, wir können N64 oder NES oder irgendwie sowas zocken. Hat unsere Mutter irgendwas zu sagen? Richtig, irgendwann gehen alle Kinder fort, um ein Abenteuer zu erleben. Professor Eich von nebenan hat nach dir gefragt. Und um mit ihm reden zu können, müssen wir natürlich erst noch hoch ins Gras laufen. Smoke weed every day. Nein. Eich. Warte! Geh nicht raus! Draußen ist es gefährlich. Wilde Pokémon leben im hohen Gras. Du brauchst eigene Pokémon, um dich zu schützen. Komm, folge mir. Gleich müssen wir auswählen, Glumanda, Shigi oder Bisasam, was keiner wählt. Ich habe mir das vorher noch gar nicht überlegt, was ich wählen werde. Ich kann mich immer nicht entscheiden zwischen Glumanda und Shigi. Alle feiern immer Glumanda, ich auch wegen Glurak und so. Ich finde Shigi auch total genial, aber ich glaube, ich will trotzdem mit Glumanda. Obwohl Shigi ist total geil, ich weiß nicht. Eigentlich ist Feuer meiner Meinung nach immer am besten, wenn man bei Pokémon mit Feuer startet. Da komme ich irgendwie immer bei jedem Pokémon-Spiel am besten durch.
Aber ich weiß nicht. Ach so, jetzt ignoriere ich ja auch die ganze Zeit, was gesagt wird. Entschuldigung wegen dem. Habe jetzt gar nicht dran gedacht. Und nehmen wir Shiggy oder nehmen wir Glumanda. Ja, weil jeder Glumanda nimmt, nehmen wir einfach mal Shiggy und dann haben wir das auch gut. Dann nimmt er Bisasam, was keiner haben will. Einfach nur, weil er ein besseres haben will. Wir geben keinen Spitznamen. Wenn ihr mal von einem Pokémon einen Spitznamen haben wollt, könnt ihr es auch in die Kommentare schreiben. Zum Beispiel, ich würde gern den Spitznamen von einem Vogel-Pokémon oder so haben. Dann kann ich das nächste Pokémon, was ich vom Typ Vogel finde, nach euch benennen, beziehungsweise dem Spitznamen, den ihr dafür haben wollt. Oder wenn ihr ein ganz bestimmtes Pokémon habt, wo ihr denkt, dass ich das demnächst fangen könnte und wo ihr auch denkt, dass ich das einsetzen würde, da ich das zum Beispiel brauche oder sonst was. Schreibt es in die Kommentare, dann benenne ich eins danach. Gary, ich nehme dieses hier. Gary erhält diese Sonne. Ja, warte. Und jetzt kämpfen wir gegen Gary. Warte, Flix. Lass unsere Pokémon testen. Komm schon, ich fordere dich heraus. Jo, dann kämpfen wir gleich mal gegen Gary. Das letzte Mal, wo ich angefangen hatte, also mit Pokémon Rot, habe ich gegen ihn verloren, weil ich zweimal nicht getroffen hatte und er einen Volltreffer dabei hatte. Um Himmels Willen, aufdringlich wie immer. Flix, dies ist dein erster Pokémon-Kampf, nicht wahr? Ein Pokémon-Kampf findet statt, wenn Trainer mit ihren Pokémon gegeneinander kämpfen. Der Trainer, dem es gelingt, die Pokémon des anderen Trainers zu besiegen, indem er ihre KP auf Null bringt, gewinnt. Aber darüber zu reden hilft nicht. Du musst selbst deine Erfahrungen machen. Kämpfe und lerne. Das Lustige ist ja, für seinen Enkel ist es auch der erste Kampf, aber er erklärt das nur uns. Auf jeden Fall beginnen wir gleich mal mit Tackle. Dem Gegner Schaden zuzufügen ist der Schlüssel zum Sieg. Ach echt? Hätte ich jetzt nicht gedacht. Ich dachte, man muss, keine Ahnung, sich selbst Schaden zufügen, indem das eigene Pokémon verwirrt ist. Was ich auch total dämlich finde. Ich meine, wenn ich verwirrt bin, schlage ich mir doch nicht selbst ins Gesicht oder sonst irgendwas. Das ist eine der dümmsten Logiken, die auch von jedem bei Pokémon, kritisiert wird, aber trotzdem. Und jetzt dürften wir ihn eigentlich besiegt haben. Tja, Bisasam. War wohl nix. Und wir sind auch gleich auf Level 6 hoch. Das ist doch mal schön. Spieler besiegt Rivale Gary. Was? Unmöglich. Ich habe mir das falsche Pokémon ausgesucht. Flix gewinnt 80 Poké-Dollar. Grandios. Bei einem Sieg erhältst du ein Preisgeld und deine Pokémon werden stärker. Kämpfe gegen andere Trainer und stärke so deine Pokémon. Ich hätte gar nicht daran gedacht, dass ich die, ja, schneller machen kann. Okay, ich werde meine Pokémon trainieren, damit sie stärker werden. Flix, Opa, wir sehen uns später. War das bei Rot, wo wir von seiner Schwester eine Karte holen konnten? Das habe ich gerade gar nicht im Kopf. Auf jeden Fall war das richtig, dass wir bei Rot seiner Schwester die Karte abholen mussten. Deswegen bin ich auch hochgegangen. Aber wie wir gleich sehen werden, gibt sie uns die noch nicht. Erstmal müssen wir jetzt gleich hochgehen. Da sagt sie, hallo Felix, ich habe gehört, dass du gegen Gary gekämpft hast. Das hätte ich gern gesehen. Dann gehen wir runter. Also besser gesagt, raus und gehen hoch. Da labert sie uns dann mit diesem komischen Schildern dazu, was uns nicht wirklich interessiert, weswegen ich einfach weiter skip und ja, ignoriere, was sie da sagt. Dann sieht man, dass die App so ein bisschen gespackt hat da. Das ist halt das Problem mit der App, ich muss es irgendwie, keine Ahnung, mir eine andere suchen oder keine Ahnung, auf jeden Fall irgendwas, wodurch das blöde Zeug gefixt wird. Auf jeden Fall setzen wir mit Shiggy Tackle ein, ziehen ihm ein Drittel von seinem KP ab. Er setzt Rutenschlag ein, was uns nur Verteidigung schwächt, aber ja, wir brauchen noch zwei Schläge, bis wir ihn tot haben. Von daher bringt ihm das nicht so viel. Setzen wir wieder Tackle ein, haben den zweiten Drittel auch weg.
Und er setzt wieder Rutenschlag ein, das hat ihm überhaupt nichts gebracht, weil wir ihn jetzt mit nochmal Tackle besiegen können. Also total sinnfrei. Dann benutzen wir auch Tackle und besiegen das Ratfratz. Ratfratz Wild wurde besiegt, Chigi erhält 24 Erfahrungspunkte. Leider reicht es nicht für Level 7. Auf jeden Fall gehen wir dann zu diesem Typen und der sagt, hey, ich arbeite in einem Pokémarkt, wir verkaufen viele praktische Dinge. Du findest unseren Laden in Vetania City. Am besten gebe ich dir ein Werbegeschenk. Hier bitte. Trank erhalten. Flix steckt den Trank in die Itemtasche des Beutels. Dann ignoriert er uns wieder und wir gehen hoch. Kriegen wieder kein Pokémon und wieder spackt das ein bisschen rum. Dann gehen wir hier an ihm vorbei. Er will nichts von uns und dann kriegen wir nochmal einen Pokémon-Kampf. Und es ist ein Taubsi. Taubsi ist irgendwie so ein Vogel-Pokémon. Das ist das einzigste von den Scheiß-Pokémon, die man am Anfang kriegen kann. Was ich gar nicht so schlimm finde. Also was ich eigentlich sogar mag. Auch bei Pokémon Go bringe ich jetzt meinen Taubsi zu einem Tauboga, zu einem Tauboss. Was dann 500 oder 600 Stärke hat, ist dann mein Bestes vor Magma sogar, der 487 oder so hat. Auf jeden Fall besiegen wir auch Taubsi wieder und steigen damit auf Level 7 auf mit unserem kleinen Shigi. Und der erlernt dabei Blubber. Dann geht's hier weiter durchs Gras, gehen wir hier hoch in Richtung Vetania City. Und dann sind wir hier auch schon angekommen in Vetania City. Gehen am Schild vorbei, ignorieren es natürlich. Gehen zum Pokémon Center rein, um unser Shigi aufzuladen. Weil das natürlich ein bisschen geschwächt ist. Damit wir gleich, ja, wenn wir die Pokébälle abgeholt haben und zu Professor Eich gebracht haben, genug Kampf, nee, KP meine ich jetzt, haben, um irgendein Pokémon zu fangen. Dann gehen wir jetzt Richtung Pokémarkt, der hier rechts oben ist. Da steht, wir erfüllen alle Itemwünsche, Pokémon Supermarkt. Das ist einfach immer nur Pokémarkt. Hört sich auch besser an. Und da sagt er auch schon, hey, kommst du aus Alabastia? Ja. Professor Eich schickt dich. Seine Bestellung ist angekommen. Da habe ich zu schnell geskippt. Auf jeden Fall erhalten wir da Eichs Paket, was wir in die Basis-Item-Tasche packen. Und dann sollen wir ihm noch, also sollen wir Professor Eich noch von ihm grüßen. Dann gehen wir halt hier runter und wieder spackt das so ein bisschen rum. Wie gesagt, ich würde mich freuen, wenn sich hier welche mit Handys auskennen. Also besser gesagt mit Handyaufnahmeprogrammen, die mir dann ein bisschen helfen können. Weil das ist einfach nicht schön, wenn es die ganze Zeit so rumspackt. Aber ich glaube, was Besseres kann man noch nicht erwarten, wenn man sich eine kostenlose App runterlädt fürs Handy. Und kurz bevor wir in Alabastia wieder sind, müssen wir nochmal gegen einen Ratfratz wieder Level 3 kämpfen. Wieder unser einziges Shigi, was wir einsetzen. Allerdings habe ich da keine Lust drauf zu kämpfen und fliehe aus dem Kampf. Dann gehen wir halt runter zu Professor Eich. Und da schwappt es auch wieder ein bisschen rum. Dann sprechen wir ihn an und er sagt, hallo Flix, wie geht es dem Pokémon? Er scheint dich sehr zu mögen. Du musst als Pokémon-Trainer sehr talentiert sein. Du hast etwas für mich? Flix übergibt Professor Eich das Paket. Ah, auf diesen Spezial-Pokéball warte ich schon lange. Vielen Dank. Opa! Da kommt Gary. Warum hast du mich hierher bestellt? Oder warum hast du mich hierher bestellt? Professor Eich sagt, ach ja, ich habe eine Sache für euch. Auf dem Tisch dort seht ihr eine Erfindung von mir. Den Pokédex. Warum habe ich das so lange zum Lesen gebraucht? Ach so, da hatte ich, glaube ich, noch irgendwas erklärt, genau. Da hatte ich erklärt,
Das erklärt auch so, dass ich das dämlich finde, dass er ja gleich sagt, dass er das alles studiert hat und so, aber der Pokédex total leer ist und dass nicht nur ich das so finde, sondern man das auch überall im Internet liest, dass sich da Leute drüber beschweren, dass das total dumme Logik ist. Ich würde gerne wissen, da bin ich noch nie rangegangen, um zu gucken, was das ist. Hinten sind noch zwei so eine Zertifikate oder so, ob da irgendwas Besonderes draufsteht. Das ist bestimmt sein Doktordiplom oder sowas. Er erfasst automatisch Daten über Pokémon, die man gefangen hat. Er ist eine Art Hightech-Lexikon. Flix, Gary, diese beiden sind eure. Erst erhalten wir einen Pokédex von Professor Eich und dann auch noch so ein Enkel, von dem er nicht weiß, wie er heißt. Und da habe ich schon wieder ein bisschen zu doll geskippt. Und wir erhalten auch 5 Pokébälle, die wir gleich mal in unsere Pokéballtasche packen. Und taucht ein wildes Pokémon auf, so kannst du es fangen. Wirf einfach einen Pokéball und versuche es, doch du wirst oftmals keinen Erfolg haben. Ein gesundes Pokémon entkommt schnell. Man muss schon etwas Glück haben. Ein Lexikon über alle Pokémon der Welt. Das war immer mein Traum. Aber ich bin zu alt. Ich schaffe es nicht mehr. Also bitte ich euch, meinen Traum zu verwirklichen. Macht euch auf, dies ist eines der bedeutendsten Projekte in der Geschichte der Pokémon. Alles klar, Opa, überlass es ruhig mir. Flix, es tut mir leid, aber deine Hilfe brauche ich nicht. Genau, ich leihe mir von meiner Schwester eine Karte und dir sage ich, dass sie dir keine geben soll. Hahaha. I don't give a fuck. Ich gehe trotzdem zu deiner Schwester und hol mir eine Karte. Gib einen Fick drauf, dass du das nicht willst. Und sie gibt auch einen Fick drauf. Denn sie gibt mir jetzt eine Karte. Opa hat dich um einen Botengang gebeten? Hier, das wird dir weiterhelfen. Flix erhält eine Karte. Und das, obwohl er eben noch gesagt hat, dass sie uns keine geben soll. Bad Girls, Bad Girls, what you gonna do? Nein, ich fange nicht an zu singen. Wer mich kennt, weiß, dass ich nicht singen kann. Und dann gehen wir hier so ein bisschen hoch wieder. Ja. Wieder so ein längerer Weg. Und wie man eben gesehen hat, komme ich auch nicht immer mit dem Steuern klar. Macht sich immer so ein bisschen blöd am Handy mit dem Emulator. Und wir greifen Taubsi mit Blubber an. Level 2 ist das. Weiß gar nicht, ist es schon das, was wir fangen oder nicht? Bin mir da gerade nicht sicher, ob das Level 2 war oder doch Level 3, welches wir gefangen haben. Auf jeden Fall setzen wir nochmal Blubber ein, dann ist es auch im roten Bereich. Und dann werden wir sehen, ob ich es gefangen habe oder nicht. Das setzt auf jeden Fall nochmal Tackle ein, wodurch wir auf 17 KP runterkommen. Und dann entscheiden wir uns, das dann zu besiegen. Also war es das noch nicht, welches wir gefangen haben. Taubsiwild wurde besiegt, Shiggy erhält 15 Erfahrungspunkte. Ja. Geht einigermaßen, also hat uns jetzt nicht so weit weitergeholfen. Auf jeden Fall gehen wir dann hoch, dann schwuppt wieder ein bisschen rum. Diesmal gehen wir unser Shiggy nicht aufladen, sondern gehen weiter hoch und da ist der alte Mann, der ihn anfängt zu nerven. Nun, jetzt hatte ich meinen Kaffee und das ist alles, was ich brauche, um loszulegen. Was ist das für eine rote Box? Ah, du arbeitest an einem Pokédex, dann will ich dir einen Ratschlag geben. Der Pokédex wird mit jedem neu gefangenen Pokémon aktualisiert. Du weißt nicht, wie man Pokémon fängt, dann zeig ich's dir. Ich mein, für wie blöd hält er uns eigentlich? Vor allem das Dümmste ist immer noch, wie er uns zeigt, das zu fangen. Er schädigt das ja nicht irgendwie vorher noch, sondern er geht einfach nur auf den Beutel, drückt auf den Pokéball und fängt das damit. Das war sein wunderschönes Tutorial, womit wir uns jetzt unbedingt belästigen mussten, wo er uns für so dumm gehalten haben, dass wir das nicht selber hinbekommen. Und dann anstatt uns dann wenigstens das Hornio zu geben oder so dafür, dass er uns die ganze Zeit genervt hat, bellt das Hornio dann auch noch selber. Wäre auch schön, wenn man gleich am Anfang ein Level 5er Hornio hat, auch wenn ich mich jetzt nicht so für Hornio interessiere, aber ist immer noch besser als nichts.
So, das war doch perfekter Anschauungsunterricht, oder? Und hier nimmt das auch noch, dann gibt er uns seinen scheiß Lehrkanal, den ich mir noch nie angeguckt habe. Falls es etwas gibt, das du nicht verstehst, dann schau da rein. Dort erfährst du die Grundlagen über den Beruf eines Pokémon-Trainers. Gehen wir nochmal runter, denn wie man da eben oben gesehen hat, war hinter dem Busch noch ein Trank, den wir uns natürlich schnappen werden. Da kam ich wieder mit der Steuerung nicht klar. Und dann haben wir uns den Trank auch schon geschnappt, packen uns den in die Tasche und dann geht's wieder runter. Gehen wieder den Weg hier hoch, an ihm vorbei, Richtung Vertania-Wald, oder was war das für ein Wald? Bin mir gerade gar nicht sicher, was das für ein Wald war. Auf jeden Fall gehen wir hier nochmal, nicht durchs Gras, doch. Und müssen dann kämpfen. Das Pokémon, gegen das wir kämpfen werden, ist ein Radfratz. Ich hatte mir eigentlich einen Taubsi erwünscht gehabt. Und ich weiß gar nicht, flüchten wir oder kämpfen wir? Da habe ich sogar überlegt und habe mich für Flucht entschieden. Muss entkommen. Habe ich mich entschieden, nochmal ein bisschen durchs Gras zu laufen. Und zu hoffen, dass jetzt ein Taubsi kommt. Aber ich glaube, dann kam nochmal ein Radfratz. Ja. Und zwar ein Level 3er Radfratz. Und ich glaube, auch da sind wir abgehauen, oder? Ja, da war natürlich sofort klar, dass wir da abhauen werden. Jetzt ist aber, glaube ich, das ein Taubsi gewesen. Ja, ein Taubsi Level 3, genauso wie ich es vorhin gesagt hatte. Wir setzen Shiggy ein. Gehen auf Kampf. Beziehungsweise, da habe ich noch irgendwas erzählt. Auf jeden Fall setzen wir Blubber ein, um es ein bisschen zu schwächen. Aber wir dürfen es auf jeden Fall nicht zu sehr schwächen. Das war zum Glück nicht zu stark. Und wir haben die Initiative noch geschwächt. Wodurch wir noch eher angreifen, was uns eh nichts bringt, weil wir eh schon durch den Level-Vorteil vor ihm angreifen werden. Dann greifen wir nochmal mit Blubber ein, haben ihn im gelben Bereich. Er setzt Tackle ein. Und wir, glaube ich, den Pokéball und fangen ihn dann damit auch. Da ist der Pokéball. Den setzen wir ein. Und dann wackelt er, wartet, einmal, zweimal, dreimal und dann macht's Klack. Und dann ist es das erste Pokémon, was wir selber gefangen haben. Toll, Taubsi wurde gefangen. Für Taubsi wurde ein Eintrag im Pokédex angelegt. Nummer 16. Möchtest du dem Taubsi einen Spitznamen geben? Nein. Dann gehen wir hoch in den Wald. Ignorieren die eine Seite einfach. Und dann sind wir im Vertania-Wald. Gehen nochmal hier nach links und gleich da hoch, weil ich noch genau weiß, dass da irgendwo ein Pokéball liegt. Hier links. Und gucken, was der so Schönes in sich hat. Und in dem Pokéball ist ein Pokéball. Gehen wir wieder runter. Werden dieses Mal zum Glück nicht von Pokémon belästigt. Und das ist auch total lustig. Bei Pokémon Go will man unbedingt gegen Pokémon kämpfen und die fangen und sowas. Und bei den richtigen Pokémon-Spielen für den DS und sowas und für den Gameboy versucht man eigentlich alles, um das zu verhindern. Da wäre ich jetzt fast noch am Pokéball vorbeigelaufen, habe ihn aber noch rechtzeitig gesehen. Und ich glaube, bei dem Hornyu habe ich es versucht, gleich am Anfang Pokéball zu werfen. Und hatte gesagt, wenn wir den Pokéball fangen, behalte ich den und versuche den hochzukriegen. Und wenn nicht, werden wir gleich flüchten. Und man sieht ja gleich am Anfang raus, ohne auch nur einmal zu wackeln. Dementsprechend haben wir dann die Flucht ergriffen. Zum Glück wurden wir auch nicht geschädigt, weil er nur Fadenschuss einsetzt. Wodurch unsere Initiative geschwächt wird, was aber nicht schlimm ist, da wir ja eh flüchten wollen. Dann holen wir uns noch schnell den Pokéball. In dem ist der Trank drinne, den wir uns in die Itemtasche packen. Dann gehen wir an den Typen vorbei, der nicht kämpfen will. Er sagt einfach nur, dass man
viele Pokémon braucht oder irgendwie sowas. Dann werden wir angesprochen, hey, du hast auch Pokémon. Los, lass uns kämpfen. Und zwar ist das Käfersammler Baldur. Der setzt am Anfang ein Hornliu ein. Dieses ist Level 6. Und unser Shiggy ist geschwächt und Level 7. Wir setzen gleich am Anfang Blubber ein. Und das ist nicht so stark. Zieht ihm auch kaum was ab. Hornliu setzt Fadenschuss ein, wodurch wir eine schlechtere Initiative haben, wodurch er eher angreifen kann als wir. Dann setzt er wieder Fadenschuss ein. Aber da fühle ich mich noch zu sicher, weil ich da dachte, oh ja, da sitzt eh wieder nur Fadenschuss und Tackle und so was ein. Aber da werdet ihr ja gleich sehen. Aber erstmal machen wir hier weiter mit Blubber, sind dann glaube ich bei der Hälfte schon. Ja. Das heißt, wir müssten noch zweimal angreifen und dann setzt der Giftstachel ein. Und ich habe richtig gehofft, dass da kein Gift oder so ist, was ihn schwächt. War zum Glück auch nicht, dann setzen wir wieder Blubber ein. Und wieder Blubber und da setzt er jetzt den Giftstachel ein, schädigt uns und das ist ein Volltreffer. Total dämlich. Da kommt natürlich wieder ein Volltreffer, Shigi wird besiegt und ich denke mir, oh nein, jetzt schon die erste Niederlage mit einem 5 KP Taubsi, was Level 3 ist. Er setzt Giftstachel ein, dadurch sind wir dann auch noch auf KP 2 runter. Schwächen ihn nur minimal mit unserem Tackle. Und dann bin ich auf die Idee gekommen, ich habe ja noch dreimal Trank in der Tasche. Füllen wir einfach mal das Taubsi auf. Er kann ja eh nur Tackle einsetzen. Oder Giftstachel. Und das sieht uns nicht so viel aus, ab, meine ich, dass wir verlieren. Von daher können wir wenigstens noch ihn besiegen. Und das Taubsi auf Level 4 bringen. Oder 5, glaube ich sogar vielleicht. Da bin ich dann aus Versehen nochmal drauf gekommen. Und er setzt nur Fadenschuss ein, wodurch natürlich wieder nur unsere Initiative verschlechtert wird. Und dann kommt auch schon unser Tackle und damit ist er besiegt. Hornju wurde besiegt. Taubsi erhält 66 Erfahrungspunkte. Steigt damit auf Level 4 auf. Beziehungsweise erreicht Level 4 und ist sogar noch kurz vor Level 5. Und dann setzt der Käfersammler Baldur auch noch Raupi ein. Dann setzen wir natürlich Tackle ein wieder. Und dann sieht es wieder ein bisschen blöd aus, weil er Level 6 ist und wir Level 4 und beide die ganze Zeit nur Tackle einsetzen. Das heißt, wir sind natürlich klar im Nachteil jetzt. Und wir brauchen allein schon irgendwie viermal Tackle oder so, um seine KP zu halbieren oder drei Schläge und er hat auch noch einen Volltreffer. Aber wir setzen weiterhin Tackle ein, hoffen, dass er nicht nochmal einen Volltreffer kriegt. Haben nur noch 2 KP, haben ihn jetzt auf über die Hälfte weggekriegt, setzen dann nochmal den Trank ein, womit wir Taubsi wieder auf 17 KP bringen. Jetzt sind wir leicht im Vorteil und Raupi setzt wieder Tackle ein. Und jetzt müssen wir richtig auf das Glück hoffen. Ich gehe wieder aus Versehen auf den Beutel. Diesmal setzt Raupi zum Glück wieder nur Fadenschuss ein, wodurch unsere eh schon saustark geschwächte Initiative noch weiter runter geht. Und wir haben eh keine Chance, als erstes anzugreifen. Von daher war das eh egal. Wir brauchen noch 2 Schläge. Jetzt setzt Raupi auch wieder Tackle ein. Aber das dürfte es dann, wenn er nicht noch irgendwie zweimal Volltreffer oder so hat, gewesen sein, dann trifft er nicht mal mit Tackle und wir können ihn mit unserem Tackle besiegen. Also mit einem Level 3er Taubsi die 2 Level 6er Käfer-Pokémon besiegt und damit auch, glaube ich, sogar auf Level 6 aufgestiegen. Also da auf jeden Fall Level 5 aufgestiegen, Sandwirbel erlernt und dann sogar noch auf Level 6 hoch. Da erreicht Taubsi Level 6, kriegt da leider keine Attacke mehr dazu. Und dann kriegen wir die Meldung, Spieler besiegt Käfersammler Baldur. Und wir gewinnen 72 Poké-Dollar.
Dann habe ich mir gedacht, sieht zwar echt noobig aus, ich habe mich auch echt blöd angestellt, aber ich muss, um weitermachen zu können, bald die Pokémon erstmal aufladen, gehe zum Pokémon Center und habe dann auch gesagt, dass das im Wald, also die Kämpfe im Wald, dann beim nächsten Part kommen werden. Bis dahin werde ich mir noch ein vernünftiges Aufnahmeprogramm raussuchen. Weil das mit Mobisen funktioniert ja nicht wirklich hier. Also ich guck noch mal nach, ob ich irgendwie was falsch gemacht habe mit der App. Aber ansonsten, wenn ich da wirklich nichts falsch gemacht habe, ist die App auf jeden Fall nicht zu empfehlen. Und dann lassen wir die beiden Pokémon aufladen. Shigi ist wiederbelebt worden. Und Taubsie sind ein bisschen gestärkt worden. Unsere Pokémon sind wieder topfit. Und ich bedanke mich fürs Einschalten. Würde mich freuen, wenn ihr beim nächsten Mal auch wieder dabei seid. Bis dahin euch noch schöne Tage. Ich habe ja schön Ferien. Jetzt, wo ich auch mehr aufnehmen will. Bis dahin. Ciao.